Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder hier bist am Samstag. Ich hatte dir am Donnerstag schon versprochen, dass heute ein neues Live-Flirt-Video kommt. Und so ist es auch. Bevor wir gleich ins Live-Flirt-Video einsteigen, kannst du dich einmal für mein Online-Coaching gratis anmelden. Das kannst du einmal da oben in der Ecke machen, wo jetzt der Infopunkt aufploppt. Oder du benutzt den ersten Link unten in der Beschreibung. Im Online-Coaching erhältst du nochmal viele weitere Informationen neben dem Podcast, neben YouTube, die du hier auf YouTube im Podcast nicht bekommst. Du kriegst außerdem meine gratis Flirt-Dokumente, die ich da in regelmäßigen Abständen dir zuschicke. Das heißt, wenn du mehr Wissen haben willst, wenn du das volle Wissen haben willst, dann stelle ich dir das in meinem Online-Coaching zur Verfügung. Dort kannst du dich eintragen oder im ersten Link in der Beschreibung. Super, schön, dass du wieder da bist. Jetzt geht's hier ins Live-Flirt-Video. Ich werde das diesmal, ist ein komplettes Live-Flirt-Video, ist relativ kurz, in 5 Minuten. Was ich dir mit diesem Live-Flirt zeigen möchte, ist, Live-Flirts müssen nicht immer spektakulär sein. Du musst nicht immer spektakuläre Dinge tun. Und 5 Minuten reichen auch schon, um erfolgreich mit der Frau die Nummer zu tauschen und die Frau dann wiederzusehen. Was ich dazu sagen muss, die Frau habe ich an dieser Stelle nicht nochmal wieder gesehen. Trotzdem haben wir im Infield die Nummern getauscht. So, als erstes möchte ich, dass du jetzt am Anfang mal darauf achtest, ich werde eine 2-Minuten-Sequenz spielen lassen. Ich steige wie immer, wie du das von mir kennst, situativ ein. Sie ist mit ihrem Handy unterwegs, ist relativ schnell unterwegs und tippt auf ihrem Handy. Und ich steige damit ein, dass ich es bewundernswert finde, wie schnell sie unterwegs ist und dass sie trotzdem noch so professionell auf ihrem Handy tippen kann. Und schon sind wir auf lustige Weise ins Gespräch eingestiegen. Ja? Dann kommt eine Episode, wo sie erzählt, dass sie zu einer Freundin geht und dass es das erste Mal ist, dass sie bei ihr zu Hause ist. Und wir scherzen so ein bisschen rum von wegen das erste Mal und sie soll es nicht gleich mit ihr beim ersten Mal tun. Also ich nehme dieses klassische erstes Date mit einem Typen und man sollte nicht sofort mit ihm schlafen Ding und übertrage das auf erstes Date mit einer Freundin und da haben wir einfach eine lustige Sache und ja, es zeigt einfach Humor meiner Seite aus und wir beide lachen einfach kurz. Das Gespräch ist hier am Anfang relativ unernst und dann gehen wir so ein bisschen in normalere Themen über, sprechen über, hey, was machst du, was mache ich? Und das wirst du aber gleich im Live-Flirt auch noch genauer sehen. Entschuldige bitte einmal meinen Kameramann, der hatte ja seinen ersten Tag und hat etwas unprofessionell gefilmt, sehr hin und her gewackelt. Ist aber nicht so wichtig, denn die wichtigen Sachen siehst du trotzdem. Und dann wirst du mich gleich wiedersehen, wenn es Stellen gibt, wo ich dir etwas Wichtiges noch sagen will. Viel Spaß beim Live-Flirt. Kannst du so schnell unterwegs sein und noch aufs Handy gucken? Und noch professionell aufs Handy gucken? Nicht schlecht. Wo rennst du hin? Kurz zum DM und dann zu Trump. Okay. Weil du wohin gehst? Ich will mit meinem Freundin verabredet. Und so denke ich nach Hause. Oh, ist das euer erstes Date so bei ihr zu Hause? Richtig. Ganz besonders. Du weißt, was sie sagen. Erstes Date. Lass dich nicht auf zu viel ein. Hab Standards. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gelesen, ganz witzig, dass man, oder im Durchschnitt tauscht ein Mann und eine Frau auf dem 15. Date die Haustürschlüssel aus. Oder Wohnungsschlüssel, ja. Ich find's echt früh. Ja, früh nicht mehr. Okay. Ich find's, dass ich eine Frau kennengelernt habe, die auch sagt, dass sie es zu früh findet. Alle anderen sind immer so, ja, klingt doch gut. Ich so, okay. Komisch. Das ist gar nicht gut. Ne? Du bist eher so, du wartest bis zum 100. Date, ne? Oh, okay. Haben wir einiges vor uns. Scheiße. Optimistisch bist du. Muss man ja wohl sein, oder? In dieser Welt. Was machst du? Was treibst du in Berlin? Was Künstlerin, was Kunst, Medien? Nein, gar nicht. Selbstständig? Nee, auch noch nicht. Ich habe VW studiert. Ja. Ich bin jetzt gerade fertig mit meinem, oder fast fertig mit meinem Bachelor. Ein Punkt fehlt mir noch. Und dann weiß ich nicht so genau, hoffe ich, dass ich einen Masterstudienplatz bekomme. Oh, okay. Und du? Diese Pläne von dir, nicht schlecht. Ja, verrückt. Wie kann einem ein Punkt fehlen? Ja, das frage ich mich auch. Und wie kriegt man einen Punkt? Kann man nicht so Versuchstest reinmachen? Das ging bei uns damals immer im Psychologiestudium. Da konnte man so Versuchstest reinmachen. An so Versuch teilnehmen und hast dann Punkte bekommen. So war das. Wirklich? Ja, ja. Nee, nee, leider nicht. Oh. Too bad. Ja. Ich glaube, ich habe ja Zeit jetzt. Ja, genau. Hast du eh nichts zu tun. Ich treffe neulich immer richtig viele Leute, die einfach arbeitslos sich gemeldet haben. So, nee, das finde ich nicht so gerne. Also arbeiten will ich schon. Ja, finde ich gut. So, jetzt siehst du gleich, da gehen wir um eine Ecke und ich frage sie, wo es zum DM geht, weil sie ja zum DM möchte. Und dann sagt sie da drüben, da geht es lang und dann sage ich ihr, hey, ich begleite dich noch kurz zum DM und dann
gehen wir getrennter Wege. Sowas ist immer ganz wichtig, weil du dir überlegen musst, für viele Frauen ist die Situation nicht normal. Es ist für viele Frauen nicht normal, von einem Typen auf der Straße angesprochen zu werden. Und wenn du der Frau sagst, hey, guck mal, ich werde jetzt nicht stundenlang mit dir unterwegs sein, dann nimmt das enorm viel Druck von der Frau. Ja? Ganz wichtige Sache, vor allem wenn du merkst, dass die Frau im Gespräch mit dir so ein bisschen unkomfortabel ist, dann sag einfach so, hey, ich bin nur kurz mit dir unterwegs, dann muss ich gleich weiter. Ich hatte schon Teilnehmer, die haben gesagt, hey, kannst du mir die ganze Stadt zeigen oder kannst du mir eine Stadtführung geben? Das ist natürlich nicht so optimal, denn das impliziert ja, dass du mehrere Stunden mit der Person unterwegs sein musst und du willst einfach am Anfang des Gesprächs so wenig Druck wie möglich aufbauen. Aber schauen wir uns einfach mal an, wie es hier weitergeht. Das war jetzt ein Pluspunkt. Wo geht's denn zum DM? Darunter. Ich begleite dich noch zum DM und dann lass ich dich dann des Weges ziehen. Aber du bist keine ursprüngliche, du bist kein Berlin City Girl. Nee, ich komme aus Frankfurt. Am Main. Am Main, okay, ja. Das ist eine der einzigen Städte, die ich überhaupt nicht kenne. Von der ich immer nur höre, dass es da ganze Schlägereien gibt und sowas. Ich weiß nicht, ob es da wirklich mehr gibt als hier. Kommst du ursprünglich aus Berlin? Nee, auch nicht. Woher kommst du? Aus Niedersachsen. Okay. Nee, Osnabrück, Hannover. Aber du bist nicht so ein Schlägerwort, oder? Doch, ich finde, das sieht man mir doch eigentlich an. Ja, ich glaube, du bist nur so auf der Oberfläche so entspannt, aber wenn ich so ein falsches Wort sage, dann habe ich einen sitzen. Ne? Ja, ich bin super aufgeraut. Okay. Ich nehme wieder ein bisschen mehr Abstand zu dir ein. So. Ich weiß ja nicht, so lang ist deine Armreichweite ja auch nicht. Ich hab mal Karate gemacht, also ich kann alles abwehren, was mit mir. Mit was du kommst. Yes. Ich habe die Leute verstanden, die zwei Koffer haben. Was macht man mit zwei Koffern? Ja, sie haben vier Koffer. Oh, okay. Ich bin nicht so. Das macht sie immer, sorry. Pass mal ein bisschen auf, Margarete. Was du jetzt gleich sehen wirst, ist, wir stellen uns vor, das machen wir hier am Ende des Gesprächs und da will ich dir einfach zeigen, es ist nicht nötig, diese ganzen Informationen zwangsläufig am Anfang auszutauschen. Sie muss nicht wissen, wie ich heiße und ich muss nicht wissen, wie sie heißt oder was sie macht oder woher sie kommt, damit wir ein cooles Gespräch haben können. So, diese Sachen tauschen wir jetzt am Ende des Gesprächs aus und du siehst dann hier auch gleich, wie ich die Nummer mit dir tausche. Eine Sache, die ich im Nachhinein kritisieren würde an meiner eigenen Kommunikation ist, dass ich an der einen Stelle, die gleich kommt, sage, ich will dir nicht länger auf die Nerven gehen oder ich will dir nicht länger deine Zeit rauben. Irgendwie sowas in der Art. Sage ich. Und das ist eine Kommunikation. Im Nachhinein würde ich das, also so würde ich es normalerweise nicht machen. Das ist mir an der Stelle so rausgerutscht, war unbewusst von mir. Du möchtest halt immer kommunizieren. Also du möchtest nicht kommunizieren, oh, ich raub dir hier deine Zeit, weil so ist es ja auch gar nicht. Sondern es ist ja für euch beide einfach eine geile Möglichkeit, eine tolle neue Person kennenzulernen, mit der vielleicht was Geiles entstehen kann. Ja, sei es jetzt Sex, sei es eine Beziehung. Und deswegen willst du nicht kommunizieren, oh, ich raub dir deine Zeit, oh, hoffentlich störe ich dich gerade nicht. Das ist halt nichts, was du kommunizieren willst. Würde ich hier an mir selbst kritisieren an dieser Stelle, aber schau einfach mal selbst und dann sind wir auch gleich am Ende des Infield-Videos. Warte, wie heißt du überhaupt? Klaus. Tim. Hi. Cool, ich will dich jetzt nicht weiter belästigen, aber lass uns gerne mal wiedersehen, wenn wir mehr Zeit haben. Vorausgesetzt, du bist jetzt nach dem ersten Date nicht. Das war ein super romantisches erstes Date jetzt. Und nachher schreibst du mir so, hey, ich bin jetzt leider in etwas Ernstem. Naja, dann. Vielleicht tauscht ihr auch schon die Wohnungsschlüssel aus. Oh, der Wind. Cool. Den schönen Tag. Danke, ich liebe dich auch. Was kaufst du überhaupt? Warte, Platz für den Freund und ich. Ah, ich dachte, du kaufst Kondome so, weil extra fürs erste Date. Ciao. So, jetzt hast du das ganze Infield gesehen. Ich habe mit dir am Ende die Nummern getauscht. Wie gesagt, daraus ist kein Date geworden. Hatte an dem Tag noch einige andere Gespräche, aus denen sich dann Dates ergeben haben. Das ist nun mal der normale Verlauf. Weißt du, es passiert manchmal, dass sich aus Gesprächen, aus Nummern kein Date ergibt. Manchmal ergeben sich Dates draus. Das ist mal so, das variiert. Also man muss lernen und das ist die eigentliche Fähigkeit, damit umzugehen, dass es nicht stabil ist, dass du nicht... Wenn, es kann sein, dass du mit einer Frau redest und ihr versteht euch wunderbar, ihr tauscht Nummern und dann seht ihr euch nie wieder. Und dann sprichst du mit einer anderen Frau und du denkst, ja, das Gespräch war so in Ordnung, ihr tauscht Nummern und ihr seht euch tatsächlich wieder und da wird vielleicht sogar mehr draus. Das kann natürlich auch sein. Also so Frauen anzusprechen, Frauen kennenzulernen, ist immer so ein bisschen, lerne damit umzugehen, dass du nie genau weißt, was passiert. So, es ist immer...
Es ist immer unsicher, es ist immer ein Zufallsteil auch dabei. Du kannst natürlich viel kontrollieren, aber damit muss man umgehen können. Was du im Video auch wieder gut sehen konntest, ist, du siehst, ich bin relativ ruhig, relativ gelassen. Und das ist ganz wichtig, also war einfach Ruhe. Und was du auch wieder gesehen hast, ich gehe sehr gerne neben den Frauen her und begleite die einfach ein Stück, statt sie anzuhalten, weil dann störe ich sie nicht in ihrem alltäglichen Ablauf. Wir können einfach so ganz entspannt eine Runde gehen und ich kann gucken, ob die Frau mir gefällt und ob das passt. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Ich hoffe, das Live-Video konnte dir helfen. Du kannst da unten meinen Channel abonnieren, glaube ich. Da oben geht es zum letzten Video auf diesem Channel und da kannst du dich nochmal für das Online-Coaching eintragen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, kannst du aber auch auf dem ersten Link in der Beschreibung. Wir sehen uns Donnerstag wieder. Schön, dass du dabei warst. Bis dahin. Ciao.